Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Ogrutz, das hier ist Warhammer 40k Mechanicus und wir laden jetzt einfach mal unser Spielchen hier. Da sind wir auch, 31% Erweckungslevel und wenn Konhorte entsandt wird, gleich war, dann, ich habe es nicht fertig gelesen, whatsoever. Ja, wir haben immer noch hier einiges an Möglichkeiten. Einfache Missionen haben wir nicht mehr. Das heißt, wir würden jetzt dann so langsam gucken, dass wir uns da durchackern. Das Problem ist halt, dass wir die einzelnen Dinger nie richtig fertig kriegen. Ich vermute, dass man die Endbosse töten muss, damit die wirklich komplett auch weg sind. Deswegen würde ich jetzt fast sagen, auch wenn wir bisher immer nur normale Missionen gemacht haben, dass wir jetzt dann tatsächlicherweise mal so mutig sind und hier diesen Agrolec-Sektor clearen. Die Belohnungen sind okay. Das ist ein Cognis, Flamer und ein Feldgenerator, die ganz gut zusammenarbeiten, würde ich behaupten. 4 bis 6 physischen Damage und 3 physischen Damage extra. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Wir kriegen hier einen Skitari Ranger Alpha und ein bisschen Blackstone. Sieht alles ganz gut aus. Wir gucken bei dem anderen Ding auch mal. Da wären die Entsendungen für Truppen reduziert. Das ist aber für uns, glaube ich, komplett uninteressant, denn aktuell senden wir ja nur die Truppen mit, die eh nichts kosten. Hier haben wir ein extrem teures Abschussgerät. Hier bekommen wir die Servitoren Level 2. Das ist natürlich auch interessant. Hier bekommen wir ein Heilgerät. Und da bekommen wir die Ranger. Aber wir würden jetzt einfach mal zum Spaß an der Freude gucken, wie schwer eine schwere Mission ist. Denn ich möchte diesen Agrolec-Sektor aus den Füßen haben. Dafür wählen wir hier unsere 3 Jungs aus. Und 3 Servitoren dazu. 10 Hitpoints, 3 Energierüstung und 9 physischen Damage. Die 3 finden wir eigentlich ganz okay. Wobei ich jetzt noch kurz überlegen muss. Ich will lieber 3 Schaden nehmen statt der Rüstung, aber ich glaube, so wie es ist, ist es okay. Und so wie wir es jetzt tun, entsenden wir auch einfach mal. Bestätige Aufenthaltsort von Lord Agrolec. Skitari Spähearm, teilweise Aufnahmen der Zielkonstruktform erstellt. Unsere Forschung lässt vermuten, dass Agrolec der Lord der Necron-Flotten war. Seine Rolle nach dem Erwachen von Silver Tenebris dürfte klar sein. Er wird ihre Kriegsflotten befehligen, um den Machtbereich der Necrons zu vergrößern. Ergebnis inakzeptabel. Lösung unbestreitbar. Ich stimme dir zu, Prime Hermeticon. Er hat uns schon einmal geschlagen. Das darf kein zweites Mal geschehen. Wir müssen ihn vernichten. Lass die Falken los und mach die Meute scharf. Die Jagd beginnt. Okay. Unsere erste schwere Mission. Unser erster Endboss. Ich denke mal, nach 31%, also ungefähr einem Drittel des Spiels, sollten wir durchaus auch mal von, weiß ich nicht, wie vielen möglichen Gräbern den ersten töten. Wir haben seit unserer letzten Begegnung mit Agrolec viel gelernt und wir wissen, dass er uns einen schweren Kampf liefern wird. Diese Herausforderung wird die damit verbundenen Risiken und Ressourcen wert sein, Subdominar. Oh, Agrolec ist definitiv ein lohnendes Ziel. Ich würde nur nicht darauf wetten, dass es auf unserer Seite sonderlich viele Überlebende geben wird. Der errechnete Verlust, Personal und Material bewegt sich im vertretbaren Bereich. Das werde ich an die Männer und Frauen weiterleiten, die ihr Leben riskieren. Bam. Mögen sie dem Ruf des Jagdhorns folgen und sich sammeln, wenn die Jagd beginnt. Macht euch bereit für die Auslöschung von Agrolec. Was eine Schwallbacke. So, dieser Boss-Level ist ein wenig anders aufgebaut. Ist einfach eine gerade Linie. Wir haben keine Ausweichmöglichkeiten. Wir sind jetzt wahrscheinlich ein wenig auf Glück angewiesen, dass wir die Option wählen, die uns nicht allzu viele Plöppel hier dazu geben. Bei den Runen scheint es sich um eine lineare Alpha-Schrift zu handeln, die die einfachste der Necron-Sprachen darstellt. Zumindest konnten wir das aus zahlreichen Schriftproben feststellen. Ich sollte sie teilweise übersetzen können, wenn du mir detaillierte Aufnahmen schickst. Ja, dann übertragen wir halt, ne? Es handelt sich um einen philosophischen Text.
Lord Agrolek glaubt, dass niemand über die Sterne herrschen sollte, wenn es nicht die Necrons tun. Eine Sehnsucht nach absoluter Verwüstung, der Auslöschung allen Lebens. Die Feinheiten wollen sich mir nicht erschließen, aber das ist vielleicht auch besser so. So, 2 CPs kriegen wir dazu. Und gehen weiter. Es sieht so aus, als wären diese Scarab von den Reanimationsprotokollen erweckt worden und nun ihre Standardprogrammierung weiter ausführen, diese Statue zu beenden. Die Necrons haben ihre Gräber mit Abbildern ihrer selbst gefüllt und sie ist noch nicht fertig. Tja, bei dieser Kammer scheint es ihm seine Werkstatt zu handeln. Aus einem großen Metallstück wurde die Statue eines finster blickenden Necrons geschaffen, der vielleicht sogar Lord Agrolek darstellen soll. Zahlreiche Scarab-Konstrukte huschen über das Metall und fressen es auf, damit die Statue in weiter Form annimmt. Also Beschaffung von Kunstwerken. Die Statue sieht aus, als bestünde sie aus einem wertvollen Material. Aha. Nieder mit den Götzen. Eine Probensammlung. Ja, wir nehmen einfach mal ein bisschen Zeug mit. Ein bisschen Blackstone ist nie verkehrt. Und weiter geht's. Jetzt sind sie auf uns aufmerksam geworden, aber wir sind ja auch schon in der dritten Kammer. Jawohl. Die grausige Dunkelheit von Agroleks Grab lastet am deutlichsten auf diesem stockdunklen Bereich. Kein Funken Licht dringt herein und die schwankenden Red Level irritieren die optischen Augmatics der Kohorte. Nicht einmal die Lichtquellen, die das Team mitgebracht hat, können die Dunkelheit durchdringen. Die Kohorte muss den nächsten Bereich blind durchqueren. Ja, ich würde sagen, wir gehen an der Stelle mal kühn voran, denn langsam und bestimmt kostet uns sicherlich Dinger. Ein anderer Weg kostet uns ganz, ganz sicher Dinger. Kühn voran verletzt uns vielleicht. Langsam und bestimmt. 2 Plöppel und 1 CP. Da kommen wir mit klar. Das andere wäre wahrscheinlich 4 Dinger gewesen. Das dritte wäre ohne Zeitverlust und eine Verletzung. So, extra Necrons im Kampf. Aber wir sind, wie gesagt, in Kammer 5 und da ist auch schon fast sowas wie Ende. Dies sind Soldaten der 7. Hexadezimal-Kohorte. Mandibel Gamma. Der Kontakt zu ihnen ist vor 59 Minuten abgebrochen. Wir gucken mal, ob wir noch was Sinnvolles dabei haben. Verlieren unsere beiden CP. Das ist schade, aber weiter geht's. Wir kommen auf jeden Fall nicht drum rum, dass sie gleich auch noch schneller spawnen werden. Aber jetzt haben wir zumindest nur noch 2 Glyphen. Eine Runde schneller wiederbelebt. Das ist grün. Vielleicht gibt es uns CP. Nein, es gibt uns Blackstone. Blackstone ist gut. Weiter zur nächsten Glyphe. Unsere Glyphenerkennung wird auf jeden Fall besser. Wir wissen jetzt schon, was die kacke ist und die gut ist. Wir könnten jetzt die natürlich nochmal erforschen, aber ich nehme lieber den Spatz in der Hand. Nochmal 46 Blackstone. Wunderprächtig. Und noch mehr Necrons im Kampf. Gut, aber viel besser hätten wir es nicht machen können. Wir haben einmal 2 Punkte extra gekriegt, glaube ich. Ansonsten hatten wir Glück. Standort bestätigt. Energiesignaturen steigen. Code Venator ist vollständig aktiviert. Wir sind verseucht. Die Insekten müssen ausgelöscht werden. Verdammte Kreatur hat uns schon beobachtet, als wir das Grab betreten haben. Sie hat von Anfang an auf uns gewartet. Ein Feind, der weiß, dass er gejagt wird, ist ein besseres Ziel. Lösungen werden berechnet. Die Jagd beginnt. Fleischliche Vermis. Ja, ich bin in Anwesenheit dieses fleischlichen Ungeziefers erwacht. Morgen werden wir erobern. Heute kehren wir den Schmutz vor unserer eigenen Tür. Erinnerungen von Inquisitor Brand, Kapitel 87. Von allen abscheulichen Kreaturen sah ich den Lord von allem und wusste, dass ich tot war. Sehr ermutigende Worte. Wir waren schon einmal hier, Magos, doch dieses Mal sind wir besser vorbereitet.
Wie lauten deine Befehle? Tja, Nahkampf tot. Zack, drauf da. 3 CP. Auf sie mit Gebrüll. So, da ist er aufgewacht. Zerstöre das Ziel. So, jetzt müssen wir gucken. Drei Magi haben wir. Drei Wege gibt es. Gehst du da lang. Du hier lang. Und du darüber. Servitoren jetzt noch nicht. Nein. So, da haben wir einen... Sagen wir, zögern jetzt mal so ein bisschen. I sailed the void for a thousand years. I fought the war in heaven. What can you do to strike fear in one such as I? Jo, Albtraumschleier, was auch immer das ist. Ja, wurzelt auf jeden Fall mal los darüber. Und da ist noch ein zweiter Immortal. Okay. So, hier würden wir noch ein bisschen verzögern. So, jetzt müssen wir gucken. Wir würden einfach mal anfangen, ihn zu scannen. Punkte und 5 energetische Rüstung. Dann würden wir uns hier einen Kognitionspunkt abholen. Dann würden wir uns da den nächsten abholen. So, er hat hier jetzt... Ach, die Waffe, die wollten wir eigentlich austauschen. Die ist nicht so tolle. Damit machen wir wieder keinen Schaden an ihm. Ist mal da, aber auch außer Reichweite. Ich glaube, den Segen lassen wir uns auch erstmal noch, stecken. So, hier haben wir etwas besser geeignete Waffen. Gehen wir da mal hoch. Schießen mal ein bisschen drauf. Scannen mal den da drüben. Fünf Punkte, ein Schild. So, das ist Schildchen. 4 Damage. Dann gehen wir noch ein bisschen auf Seite. Scheint ja keine Fernkampfwaffen zu haben. Kennen wir noch aus der ersten Mission. So, du holst hier noch einen Kognitionspunkt. So, dann holst du aber hier noch den nächsten.
An den kommen wir gar nicht dran, aber würden wir ganz gerne. Geben wir noch einen Kognitionspunkt aus. Und laden an ihm unsere Waffen ein wenig auf. Ab darüber. Aufdreschen, dann ist er weg und dann holen wir uns noch seine Leiche ganz kurz. So, und hier scannen wir auch noch kurz, was der so kann. Wir gehen mit vielen Kognitionspunkten raus, das heißt, wir können nächste Runde dann unsere drei Servitoren holen. Müssen ihn aber vorher noch irgendwo an uns ranlocken. Boah, wie lang fliegt das Ding? Stunden später. Jetzt fliegt er den ganzen Weg wieder zurück. Ich bin begeistert. Diese Aktion konnte man sich jetzt komplett ohne Probleme mindestens zwei Fingernägel abkauen. So, neue Runde. Da kommt ein Deathmark, da kommt ein Necron Warrior. Damit alles wieder aufgeladen. Wir saugen direkt wieder was weg. Ein hier. Ein da. Ein da. Und dann gucken wir mal, was machen die Jungs. Null Damage, das ist überschaubar. Er wird wahrscheinlich nicht überleben, bis er drankommt. Wir wollen, dass er sich erstmal outet. How dare these wretched things stand before the Void Admiral of Caesaragon? Ja, weiß ich nicht, wie wir das wagen können. Wir tun es einfach. Seine Rüstung geändert und haut den jetzt einfach mal um. Das ist nicht nett. So, der Deathmark schießt auch nochmal drauf. Portet dann darüber. Wir verzögern noch ein wenig, denn wir wollen ja mit dem Segenstief als erstes. Genau, du spielst jetzt den Segen aus. Zwei Damage für alle Tech-Pills und im nächsten Angriff. Ich glaube, das Ding benutzen wir jetzt einfach mal. Wenn wir durch die Todeszone von dem Wachposten durchgehen. So, Damage absorbiert, das war der Plan. Jetzt können wir uns noch heilen. Aber erstmal, er ist diese Runde ja gegen Gelb immun, das heißt, wir würden jetzt tatsächlich mit den zwei Bonusschaden hier so auf ihn schießen. Hier Damage gemacht. Nochmal eine hinterher. Gehen wir an ihn ran. Nutzen unsere Sonderfertigkeit. Wir geben ihm noch mal einen auf die Glocke. Das gibt, macht halt keinen Schaden. Aber wir laden die Axt damit auf. Und damit würden wir dann gleich einfach mehr Schaden machen und seine Rüstung vor allem ein bisschen anknabbern.
Ja, bist du raus? Hast du nur noch einen von Latz? Schaden, aber wir laden halt wenigstens die Waffe auf. So, bei dir lohnt sich das jetzt auch noch nicht so richtig. Wenn wir hier einmal mit 9 bis 11 drauf knattern, das ist ja schon nicht wenig. 11 Punkte. Sauberes Ding. So, wir haben jetzt allerdings nicht mehr genug Energie, um da noch irgendwie was Sinnvolles zu machen. Wir würden deshalb hier zurückbleiben. Für den Moment. So, du lädst deine Knarre auch auf. Passiert. So, und bei dir wird es jetzt halt halbwegs interessant. Du hast hier diesen Maschinengeist noch. Und wir haben Lobgesänge. Obwohl physischen. Aber plus 9 ist auch nicht wenig. Das hieße, dass wir durchaus auch damit noch durchkommen könnten. Das heißt, wir gehen erstmal hier rüber. Sehen wir ihn ja gar nicht. Müssen wir uns hier erst den Punkt holen, damit wir so weit kommen, wie wir wollen. Oder auch nicht. Das lief jetzt nicht so berauschend. Aber egal. Dann laden wir die Knarre halt noch auf. Gehen das eine Feld, was wir können. Den Knie um. Mit einem Grip auch richtig durch die Wand direkt. Dann haben wir jetzt eigentlich auch wieder genug Energie, um da noch hinzukommen. So, plus 1, minus 1. Die Waffe haben wir nicht mehr. Da können wir nochmal drauf schießen. 8 Punkte hat er noch. So, und jetzt hoffen wir einfach, dass wir gleich vor ihm dran sind. Ein weiterer Deathmark. Na gut, die Mission wird jetzt ein bisschen schwerer. Bis 5 bringt halt nichts, müssen wir abwarten. So, einen Kognitionspunkt. Er hat immer noch die andere Rüstung, das heißt, wir knattern jetzt mit der Knarre noch mal drauf. Dann haben wir ihn zerlegt. Ich frage mich, ob wir das Spiel sofort gewonnen haben oder ob wir die anderen noch töten müssen. Ne, müssen wir nicht. Ziel eliminiert, die anderen sind dadurch auch ausgeschaltet. Haben wir es quasi erreicht. Hätten wir jetzt noch mehr Jungs am Start, hätten wir natürlich noch erst schön ein bisschen aufräumen können für mehr Blackstone. So, Mission abgeschlossen. Lord Agrolek fällt in einen Funken- und Feuerregen. In einem Funken- und Feuerregen. Der leere Admiral zerfällt in einen Trümmerhaufen, der sich stückchenweise wegteleportiert und für einen Moment die komplexe Funktionsweise der darunterliegenden Kriegsform offenbart. Endlich vergeht Agrolek in einer Explosion von Terminal-Daten, die ein Echo seines Todes in die Noosphere ätzt. Ja, schön. Zielinversion erreicht. Jagd abgeschlossen. Der leere Admiral ist gefallen. Die Necrons von Silver Tenebris haben ihren Flottenkommandanten verloren. Beute aufgestöbert und verfolgt. Ins Offene getrieben und erlegt. Jagdeffizienz gleich 84% zur späteren Analyse protokolliert.
Die Skiptari im Grab von Agrelet berichten eine nachlassende Koordination der erweckenden Konstrukte. Konsolidierungsaktivität für ein Prime Hermeticon nicht von Bedeutung. Verfolgung des Hauptzieles hat immer noch Priorität. Eine weitere Bestie wird kommen. Wir werden erneut das Jagdhorn blasen. Er hat Blasen gesagt. Okay, wir haben keinerlei Hitpoint-Verluste. Wir haben einen Servitor verloren. Wir haben allerdings nicht allzu viel getötet. Das heißt, unsere Blackstone-Belohnung hält sich in Grenzen. Aber wir hoffen, dass wir jetzt das eine Grab gesealt haben. 35%, also ein gutes Drittel des Spiels ist vorbei. Wir haben einen der Bosse erledigt. Und haben die Litanei des Lebens. Das heißt, wir können jetzt um 15 Punkte heilen. Und den Lobgesang der eisernen Seele. Der nächste Angriff wird um plus 6 Damage erhöht. Das heißt, es ist nicht mehr spezifisch auf gelb oder blau. Einfach 6 generell. Das ist ein gutes Ding. Das werden wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Und ja, jetzt schauen wir hier nochmal ganz kurz rein. Ja, der Boss ist da weg, aber das Ding ist immer noch irgendwie nicht abgeschlossen. Hat sich hier überhaupt was für uns geändert? Immer noch die gleichen Missionen. Ändert sich nicht viel dran. Ich denke mal, dass wir als nächstes uns hier die Servitoren Level 2 holen. Denn wie gesagt, sie sind kostenlos und wir benutzen sie sowieso. Diese Waffe hier ist ein Distanzangriff für ein einzelnes Ziel. 1 bis 2 unblockbaren Schaden. Und als Maschinengeistfähigkeit eine Rüstung. Also das ist, ob ich das gut finde, bin ich mir echt nicht sicher. Genauso wenig wie das. Den hier finden wir ganz cool mit heilt 4 Hitpoints. Und die ist halt unglaublich stark. Na gut, das schauen wir uns dann aber beim nächsten Mal an. Ich wünsche euch auf diesem Planeten auf jeden Fall noch alles Gute. Ich hoffe, ihr könnt hier auch ganz gut punkten. Ich bin erstmal raus. Bis dahin, ciao, ciao, euer Ugruz.